unglaubliche Regenflut im Norden Spaniens. Schwere Unwetter haben die Straßen von Saragossa in Sturzbäche verwandelt. Eine vom Regen überraschte Autofahrerin rettet sich auf das Dach ihres Fahrzeugs. Ein Unwetter epischen Ausmaßes. Sintflutartige Regenfälle, begleitet von Hagel, gehen über die Provinz Saragossa nieder. In nur knapp einer Stunde werden bis zu 54,2 Liter pro Quadratmeter gemessen. Einige Straßen verwandeln sich in kürzester Zeit in Flüsse. Menschen, die in ihren Fahrzeugen eingeschlossen sind, steigen kurzerhand auf das Dach. Sie müssen von Feuerwehrleuten und Taucherteams gerettet werden. Zum Glück werden keine Verletzten gemeldet. Die Behörden gaben eine offizielle Warnung heraus und raten, die überfluteten Gebiete zu meiden.